Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Double Thunder von Weko, eine Neuheit für 2017. Habe ich schon mal live gesehen beim Vorschießen in Freiberg. Eine Gesamt-NEM ist hier aber auf 92 Gramm. Relativ schöne Bombenrohre mit einem Zwei-Stufen-Effekt, das heißt Feuertopf und oben einen farbigen Zerleger. Dreifach sortiert, so wie man es hier lesen kann, und zwar in Blau, dann so ein Weiß. Der Effekt steht, glaube ich, nicht drauf. Stell scharf, dankeschön. Nein, aber 9 Gramm habe ich gerade gelesen und so einen gelben. Relativ dick, gekauft habe ich die im Kaufland für 5 Euro circa. Und mal gucken, wie die jetzt so live abschneiden. Ich hoffe mal gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin guter Dinge, dass die doch vielleicht ein bisschen mehr können als wie bei Freiberg. Naja, wir gucken uns die jetzt mal an und viel Spaß beim Video und let's go zur Zündung. Ich distanziere mich von diesen illegalen Polenböllern, verdammt! Nein, das war ein XP3 von X-Plot, kein Spaß. Natürlich. Jetzt gibt es die Double Thunder von Weko. Schöne Neuheit. Mal gucken, genau. Was Schönes. Ich denke schon. Gelb. Nehmen wir mal einen gelben, einen weißen und einen blauen. Und machen wir die dann mal. Und dann gibt es noch ein bisschen Action. Also auf Schlag. Double Thunder in Weiß. Also, die waren beim Weko-Vorschießen schlechter, Leute. Die sind richtig gut. Eben. Jetzt. In Blau. In Blau. An dieser Feuertopf, ne? Ja, das ist. Ja. Bei Weko waren die viel schlechter, Jungs. Die sind jetzt übel gut. Double Thunder in Gelb. Also hier war es immer ein Brokat-Feuertopf, oder? Ja. Es sei denn, der hat jetzt noch was anderes. Sorry dafür. Naja, Multifeuer. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Massenvernichtung, Action auf Schlag. Jetzt haben wir zwei gelbe und zwei... noch einen blauen natürlich. Den... Gut. Also jeder zwei, hä? Also, Leute, Kaufempfehlung für die Double Thunder. Hätte ich echt nicht gesagt, dass ich das sagen kann. Aber die sind doch echt schön. Wirklich.